Herren, vor 10 Jahren, es ist schon lang her, bin ich schon mal hier gestanden mit einer ähnlichen Veranstaltung wie die. Wie Glanz und Glamour erfüllen das beliebte Einkaufszentrum, wenn am 9. März 2024 um 19.30 Uhr im Shopping Nord Graz die Wahl zur Miss und Mr. Steiermark 2024 stattfindet. Unter dem Motto Hashtag so wie du bist verspricht die Veranstaltung eine faszinierende Mischung aus Schönheit, Eleganz und Charisma, während talentierte Teilnehmer um die begehrten Kronen kämpfen. Wir freuen uns sehr als Shopping Nord, dass die Veranstaltung bei uns im Haus stattfindet. Ich glaube, wir haben die besten Voraussetzungen, weil wir angefangen von Fashion, Mode, Fitness, Styling, alles anbieten können. Und deshalb ist das, glaube ich, der optimale Ort für diese Veranstaltung. To make you feel my Funky Monkey war der letzte Hit. Gibt es irgendwas Neues? Ja, das Album. Wir sind fleißig am Produzieren des Albums. Wird noch ein paar Monate dauern, aber es wird sehr cool. Schauspielen tue ich auch. Ich bin gerade dabei, jegliche Rollen, die mir zugetragen werden, irgendwie anzunehmen und zu versuchen zu spielen. Da bin ich jetzt voll dahinter und ja, Schauspielen und Singen. That's my life. Also einerseits werde ich die Misswahl mit der Moderation unterstützen. Ich werde die Moderation übernehmen in allen Bundesländern in Österreich und einer Steiermark und freue mich wirklich schon sehr hinter den Kulissen. Darf ich dann die angehenden Miss Austria und Miss Mr. Austria-Kandidaten unterstützen bei Make-up-Tipps. Ich bin auch Kosmetikerin. Ich darf sie unterstützen ein bisschen bei der Choreografie, aber auch beim Catwalk-Training und ihnen einfach ein bisschen ein positives Mindset mitgeben. Und ich freue mich wirklich schon total drauf, das Beste aus den Kandidatinnen und Kandidaten rauszukitzeln. Mein Part ist es, in erster Linie in der Jury zu sitzen und mitzuentscheiden, Punktevergabe, wer halt Miss oder Mr. Styria wird. Ich als steirisches Monatsmagazin ist es uns eine große Freude, hier medialer Partner zu sein. Wir werden natürlich Presseberichte bringen, auch online auf unserer Homepage unterstützen und natürlich auf den sozialen Medien. Weiters werde ich einen Platz in der Jury einnehmen dürfen. Und ein bisschen darf ich auch die Missen im Vorfeld rhetorisch coachen, weil es auch immer ganz wichtig ist, dass sie dann in Zukunft einen guten Auftritt hinlegen, wenn sie Bewerbungsgespräche haben oder bei Castings und anderen Auftritten präsent sind. Anstrengend würde ich jetzt nicht behaupten. Es ist eine schöne Aufgabe, natürlich viel zu tun, aber ich bin nicht umsonst dafür zur Wahl angestanden und freue mich natürlich auf jede Aktion oder jede gute Veranstaltung. Mit der Mission Austria gemeinsam werde ich Sie unterstützen. Wir haben Großes vor, soll nächstes Jahr noch größer werden und ich freue mich schon darauf. Maybrit, heute in Graz, im Shopping Nord, dabei bei der Pressekonferenz. Was gibt es Neues bei Maybrit? Ich habe jetzt wieder Vollgas meinen Weihnachtssong am Start, nämlich in der Weihnachtszeit. Den habe ich ja meinem Hilfsverein gewidmet, den Zerweltenkindern. Da geht es ja darum, Kinder aus Alleinerzieherhaushalten zu unterstützen. Und da geht es jetzt wieder richtig los, denn gerade in der Weihnachtszeit, da merkt man einfach, die Menschen möchten was zurückgeben und möchten Gutes tun. Und genau da kann ich unterstützen. Es ist schon bei deinem Anblick werd ich schwach, ich bleib auch nicht mehr ewig wach. Die Jury, bestehend aus angesehenen Persönlichkeiten, wird vor der Herausforderung stehen, diejenigen auszuwählen, die die Titel Miss und Mr. Steiermark 2024 tragen dürfen. Sorgfältig ausgewählte Kandidaten aus verschiedenen Teilen der Steiermark verkörpern nicht nur äußerliche Eleganz, sondern auch den Geist und das Engagement, das die Region auszeichnet.